Yoyamari hier und willkommen zum YPT Draft Liga Rückblick des 16. Spieltages. Hier seht ihr jetzt den dieswöchigen Spielplan und wer hat gegen wen gespielt. Vorher aber schauen wir uns nochmal die zwei Highlights des 16. Spieltages an. Da hätten wir als erstes Findedi gegen Effi und der Kampf lief, sagen wir, naja, also Effi hat recht früh ihr Echnatoll weg oder selbst gekillt mit Memento Mori, woraufhin Finn einfach rauswitchen konnte. Dann hatte Effi ein bisschen Pech, kann man sagen, mit ihrem Jirachi, da Jirachi Scarf war und es hat kein einziges Mal geflincht. Also wirklich gar kein Mal. Es hatte dreimal Iron Head eingesetzt und da war kein einziger Flinch mit bei, was halt echt unlucky ist. Im späteren Verlauf wurde noch ihr Zygarde gefreezed von Tapu Fini und Zygarde hätte halt in der nächsten Runde das Tapu Fini mit 1000 Arrows gekillt und ja, so hat das Fini halt überlebt und konnte am Ende durch das Team von Effi durchgehen und ja, Tapu Fini hat dementsprechend den Kampf für Finn entschieden und Finn hat den Kampf am Ende 5:0 gewonnen. Als zweites hätten wir dann Dirty Boy vs. Blitz und Dirty Boy hat hier ziemlich gezeigt, dass auch ein D-Pick, wie auch bei mir das Magbrand, sein Pyroleo gute Arbeit leisten kann und ja, Blitz hat zwar, ich sag mal, gut überzeugt mit seinem Specs Flawless, was echt, ja, ich sag mal, sehr überraschend war für Dirty. Und ja, Dirty Boy konnte mit Pyroleo auf jeden Fall zeigen, was er drauf hat. Und hat gezeigt, wie wichtig Pursuit Trapper eigentlich gegen manche Mons sein können. Denn Nachtara war bei Dirty Boy draußen und das Lunala halt von Blitz. Und ein Lunala möchte niemals bei einem Nachtara draußen bleiben und ja, dementsprechend konnte er einfach easy peasy auf Pursuit gehen. Konnte dem Lunala nochmal schön Damage reindrücken, bevor es rausswitcht. Später hat Dirty Boy den Kampf am Ende noch mit Pyroleo und Restadero für sich entschieden, hat 2:0 gewonnen. Aber schauen wir uns auch einmal die weiteren Ergebnisse an. Yannick hat 2:0 gegen Sashki gewonnen. Yamari hat 2:0 gegen Lukas gewonnen. Muffin hat 2:0 gegen Graffiti-Greifer gewonnen. Und Sultan hat ebenfalls 2:0 gegen Frostfight gewonnen. In der Tabelle sieht es nun aktuell so aus. Weiterhin auf Platz 1 das Team Flex und Meloetta mit 39 Punkten, eine Differenz von 37. Platz 2 das Team Dumm Dummer Dumm Isel mit 36 Punkten, eine Differenz von 31. Platz 3 das Team Gourmet Gurgas mit 30 Punkten, eine Differenz von 21. Platz 4 das Team Behemoth of the Universe mit 30 Punkten, eine Differenz von 15. Platz 5 das Team Die Rassebande mit ebenfalls 30 Punkten, eine Differenz von 6. Platz 6 das Team Thunderworms mit 24 Punkten, eine Differenz von 8. Platz 7 das Team Seeing Luxray mit 21 Punkten, eine Differenz von 3. Platz 8 das Team Chucky Chatch Team mit ebenfalls 21 Punkten und einer Differenz von minus 1. Platz 9 das Team Boosting Carry Pass mit 18 Punkten, eine Differenz von minus 12. Platz 10 das Team Hippo Buddies mit 18 Punkten, eine Differenz von minus 24. Platz 11 das Team Kung Fu Kostose mit 12 Punkten, eine Differenz von minus 43. Und Platz 12 das Team Roofplank the Denim mit 9 Punkten, eine Differenz von minus 41. Schauen wir uns auch einmal die Killrangliste an. Und jetzt eindeutig auf Platz 1 ist das Mewtwo von der Rasselbande mit 27 Kills. Platz 2 das Koplosio von den Hippo Buddies mit 24 Kills. Platz 3 das Genesect von den Thunderworms mit 23 Kills. Platz 4 das Magierna von Behemoth of the Universe mit 21 Kills. Platz 5 das Restadero von Dumm Dummer Dumm Isel mit 21 Kills. Platz 6 das Mega Metagross von den Gourmet Gurgas mit ebenfalls 21 Kills. Platz 7 das Marshadow von Chucky Chachi mit 20 Kills. Platz 8 das Ramos von den Flexen Meloetta mit ebenfalls 20 Kills. Platz 9 das Voltolos T von den Thunderbombs mit 20 Kills. Und Platz 10 das Mega Brutalander von Seeing Luxray mit 19 Kills. Und diese Teilnehmer stehen sich nächste Woche gegenüber. Dirty Boy gegen Sashki, Findedi gegen Blitz, Sultan gegen Effi, Graffiti-Greifer gegen Frostfight, Yamari gegen Muffin und Yannick gegen Lukas. Das war der Rückblick des 16. Spieltages. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wer euer Favorit ist. Und ich würde sagen, Leute, haut rein, schauen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, ciao!